sagen, dann machen wir doch mal diese nette Stadtführung, wenn er das uns schon so nett anbietet. Und Abkürzung. Abkürzung. Ach Mensch. Leute. Abkürzung. Na endlich. Ist ja wohl nicht wahr. Dass die mich immer ausbremsen hier. Aber ich will doch Kamikaze sein. Ah. Aua. So. Langriss beginnt zu tanzen. Wo ist denn Langriss? Keine Ahnung. Egal. Dann sprechen wir erstmal mit Bonnie Dachdecker, weil wir machen jetzt erstmal diese coole Stadtrundfahrt. Wir sind ja sehr neugierig und so. Ich meine, das war da oben irgendwo. Ich meine, das war so ein seltsam, was heißt seltsam, aber unscheinbares Haus neben Marktplatz. Ja, da. Das ist die Handwerkshalle von Bre. Und ein... Na, das war doch mal cool gesprungen. Mein Pferd sagt, ich war ein bisschen aufgeregt, aber cool gesprungen. Wie schön, dass wir dann so oft die Ladebildschirme sehen dürfen. Ach, die Keiler sind schon mal sehr cool, muss ich ja sagen. Sind die Gold? Sind die aus Gold gefertigt? Na, es ist nicht ganz Gold, oder? Aber schon cool. Ach, der Eisbär ist keine Statue, das wieder. Ein Eisbär und Braunbär. Balu und Eisbär. Wie unkreativ. Ist hier Vermögensverwahrer. Warte mal, wo... Ich hatte doch für Sandra noch was in die Bank gelegt. Wo ist es denn? Kann ich das überhaupt von hier aus? Ach Mensch, das muss ich ja. Ach, ich bin... Nee, da habe ich mich doof angestellt. Ich muss das doch in einen anderen, in ein anderes Fach legen. Egal. Wo war sie denn jetzt? Hab sie doch eben gesehen. Einen Moment. Doch eben... Ach, die läuft hier rum und es... Ich wundere mich schon, warum ich die nicht sehe. Bleib so stehen, Alte. Mensch. Diese, immer diese Händler, die hier rumlaufen und weglaufen. Ah, siehe da. Ein neues Gesicht in Bre. Und glücklicherweise nicht eines dieser Südländer-Gesichter, sondern eine ehrliche, gute Haut. Da lacht einem das Herz. Gustav hat mir bereits gesagt, dass Fremde hier vorbeikommen würden, wenn sie über Bres wirkliche wichtige Stadtteile erfahren haben. Nun, hier ist sie. Die Handwerkshalle von Bre. Wir haben alle Arten von Handwerkern hier in der Dreiferkelhalle. Ihr seid frei, jedes euch bekannte Handwerk in dieser Halle auszuüben. Ich wurde beauftragt, euch zu einer der wichtigsten künstlerischen Sehenswürdigkeiten von Bre zu schicken, dem Keilerbrunnen, wo ihr Oberwachtmeister Heidestroh finden werdet, der euch ein wenig über unsere Geschichte erzählen kann. Er befindet sich nördlich des Keilerbrunns, wenn ihr den Hügel hinaufgeht, an der Ecke des Marktplatzes. Okay, dann werden wir dorthin gehen, weil ich mag den Keilerbrunnen auch. Wisst ihr ja, ich bin so ein kleiner Gucker und Entdecker und so. Und ich mag den. Ich finde den sehr... Es hat mich auch beim, an manchen Stellen so ein bisschen inspiriert. Ach, da müssen wir sehr weit laufen. Aber erstmal gucken wir Keilerbrunnen. Aha, guck mal. Wir verschwinden jetzt eine Runde. Warte. Hinlegen. Und weg war sie, Sandra. Ich frage mich ja, ob die irgendwann stirbt. Ich meine, sie atmet, kann ja schlecht unter Wasser atmen, was sie aber gerade tut. Naja, egal. Aber der Keilerbrunnen ist schon sehr lustig. So, ich wollte gerade sagen, kann sie sich jetzt gar nicht mehr bewegen? Hat die Luftnot ihre letzten Gehirnzellen weggepustet? Meine Wachen. Ja, das hatten wir ja schon. Ich grüße euch. Sieh an, sieh an. Es ist schön, euch wiederzusehen. Ich schätze, ihr seid auf eurer Tour durch Bre und sucht Informationen über die Stadt. Nun, ich bin kein Historiker, wie manch ein anderer hier. Aber ich kenne die... Mensch. Sorry. Aber ich kenne die Stadt ein wenig. Sorry, mein Handy nervt gerade ein bisschen. So. Nun, ich bin kein Historiker, wie manch einer hier. Aber ich kenne die Stadt ein wenig und den Grund, warum die Keiler eine so große Rolle in der Stadt spielen. Ah, das interessiert mich jetzt auch mal. Als Bre gegründet wurde, war diese Gegend hauptsächlich Jagdgebiet für wilde Keiler. Sie waren die Fleischlieferanten der ersten Siedler und hatten sich etwas wie... Ach Gott, sorry. Ich kann gerade echt nicht sprechen. Sie waren die Fleischlieferanten der ersten Siedler und sind so etwas wie ein Symbol der Beharrlichkeit. Der Keilerbrunnen wurde erbaut, um das erste Volk zu ehren, das die Stadt gegründet hat. Und dass die wilden Keiler der umliegenden Gegend als Nahrungsquelle nutzte. Ah, deswegen sehen wir auch wirklich überall Keiler. Es ist an der Zeit, dass ihr einen unserer bedeutendsten Einwohner trefft. Gerstenmann Butterblume.
Butterblume gehört das erfolgreichste Gasthaus in Bre. Ihr werdet ihn jenseits des Markttores am Gasthaus zum tänzelnden Pony finden, wenn ihr dieser Straße nach Norden fährt. Ja, zum tänzelnden Pony, weil wir da noch nie waren. Auf geht's! So. Galoppe, Galoppe. Das war doch hier irgendwo. Genau, das war hier oben. Reiten wir einfach mal weiter. Zum tänzelnden Pony. Das finde ich sehr cool, das Schild, muss ich ja sagen. Würde ich mir glatt irgendwo aufhängen. Autsch. Na komm. Put, 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 put. Lieber Ladebildschirm. Put, 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 put. Fein. Es bleibt keine Zeit zu reden. Ich habe mir bei all den Gästen schon die Füße wund gelaufen, wenn ihr versteht, was ich meine. Eine Sache vertreibt eine andere. Sieh an, es kommen eine Menge Besucher nach Bre. Ihr seht aber nicht wie einer dieser Südländer aus. Ich bin Gerstenmann Butterblumen und dies ist das Tänzelnde Pony, das beste Gasthaus im gesamten Breland. Bleibt ein wenig und genießt unsere Biere, wenn ihr ein wenig Kleingeld übrig habt. Oh, ich vergesse fast schon wieder etwas. Das passiert, wenn man so beschäftigt ist. Oh ja, ich soll euch zur nächsten Station auf eurer Tour durch Bre schicken. Wenn ihr aus dem Gasthaus herauskommt, geht den Hügel hinunter nach Westen. Bis hinunter zum Tor zum... Bis hinter das Tor zum Gasthaus. Kurz danach gabelt sich die Straße. Wendet euch nach Norden und besucht dort Liliane Sandheber im ersten Haus. Okay. Aber jetzt hören wir mal, was hast du denn noch zu erzählen? Wie kann ich zu Diensten sein? Auf ein Wort, falls ihr Zeit... Celandine! Nein! Ist das unsere Celandine? Nee, ich glaube, das ist... Hieß sie Brandyburg? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, verdammt. Ist das unsere Celandine? Aber die ist doch in Archet. Oder ist sie nach dem Überfall auf Archet weggezogen? Das kann natürlich sein. Ich meine, haben wir die danach nochmal gesehen? Ich glaube nicht. Sorry. Also, da bin ich ja mal gespannt. Muss ich nochmal nachgucken? Das interessiert mich jetzt, ob das wirklich unsere Celandine ist. Ja. Im Bockland gibt es Ärger. Auf jeden Fall habe ich das gehört. Tore sind zerbrochen. Das kleine Volk ist in Angst und Schrecken. Und zu allem Übel hört man Gerüchte, dass schwarze Reiter, solche wie sie auch durch Bre geritten sind, im Bockland gesehen wurden. Es heißt, der Herr des Brandyschlosses hätte seiner jungen Nichte Celandine die Aufgabe übertragen, Hilfe zu beschaffen. Könnte passen, dass sie hierher gereist ist, um Hilfe zu beschaffen und dann eben in diese ganze Sache eingewickelt wurde und dann eben in Gefangenschaft geraten ist und wir sie dann gerettet haben. Das kann natürlich sein, würde natürlich passen. Das Brandyschloss liegt auf einem hohen Hügel in der Mitte von Bockland, östlich des Brandyweinflusses. Folgt der westlich von Bre gelegenen Straße, bis ihr die Brandyweinbrücke seht. Wendet euch dann nach Süden und betretet Bockland. Okay. So, und jetzt hätte ich aber gern Bier. Aber mein PC möchte nicht, dass ich ein Bier trinke, glaube ich. Apfelwein. Ach Gott. Was haben wir denn noch? Rationen. Ich habe Apfelwein, Isenwein, kleines Bier. Met. Och, Met. Ja, lecker. Ach, ich nehme Met. Ja. Wir trinken jetzt eine Runde Met. Wo ist denn das Met da? Platsch, platsch. Guck mal, wir haben Blubberblasen um den Kopf. Was ist das? Ihr seid beschwipst. Ich frag mich... Tut mir leid, das muss ich gerade ausprobieren. Kann ich mich auch echt betrinken? So. Ihr habt eure Sinne benebelt. Ist das geil? Okay. Sorry, das muss ich jetzt ausprobieren. Okay. Schon was? Ihr habt eure Sinne benebelt. Scheiße. Ich glaube, ich bin betrunken. Ach Gott. Ich will mich richtig betrinken. Ich will mir die Kante geben. So richtig. Leute. Ich will mir so richtig fett die Flasche mit Rotwein. Und eine mit Weißwein. Komm, hauen wir die... Jo, 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 eine Buddel voll rum. Hauen wir die noch weg.
So. Und das war ein Krug, das war keine ganze Flasche. Oh Mist, ich glaube, wir können uns nicht noch mehr beschwipsen. Na gut, damit ihr das nicht ertragen könnt, sehen wir uns wieder, wenn Sienra ein bisschen ausgenüchtert ist. Bis dann!